Scheiße. Hallo liebe YouTube-Menschen, nachdem wir nun gemeinsam das OnePlus 6T hier in Midnight Black ausgepackt haben, schaut mal, wie schön das changiert, hatte ich ja in dem Video die spontane Idee, das Einrichten in einem Extra-Video zu machen, denn ich möchte ja, ich lege hier mal kurz etwas daneben, gemeinsam mit euch den Fingerabdrucksensor vergleichen, denn der ist ja nun schon so die Hauptneuerung am OnePlus 6T gegenüber dem OnePlus 6, beziehungsweise eine davon, und der Fingerabdrucksensor, der hier unterm Glas verbaut ist, da stellt sich natürlich die Frage, wie schnell ist der? Wie schnell funktioniert der? Und da habe ich mir gedacht, wir nehmen einfach mal ein paar Geräte, die ich hier noch so rumliegen habe. Das iPad können wir auch noch mal dazu legen, denn das werden wir auch ausprobieren. Also iPad Pro, leider ja noch nicht mehr das aktuelle, dann das Honor 8X, dann das OnePlus 3, ne? Einfach mal so ein bisschen der Generationenvergleich, da liegen ja nun schon ein paar Geräte dazwischen, und das Samsung Galaxy S8. Das Flaggschiff von Samsung aus dem letzten Jahr, denn das hat meiner Meinung nach ganz schön gelitten und an Geschwindigkeit eingebüßt. Also im Gegensatz zu dem Zeitpunkt, an dem ich das ausgepackt habe. Hier habe ich übrigens noch die Image-App laufen, mit der ich immer mein Bild einrichte. Ich stelle mir die hier auch mal wieder an die Seite, damit ich weiß, ob ich auch alles vernünftig ins Bild halte. Die Geräte nehmen wir erstmal wieder raus aus dem Bild, brauchen wir später. Und wir, ich würde sagen, richten jetzt mal das OnePlus 6T ein. Ich schalte das mal an. Und wir fahren das Gerät mal hoch. Mal schauen, wie lange das dauert. Ich habe eben gesagt, der Fingerabdrucksensor unter dem Glas ist ein Feature. Natürlich hat sich auch noch ein bisschen was anderes getan. Die Notch ist ein bisschen kleiner geworden. Auch hier unten, die Chin hat sich ein bisschen verändert. Also es gibt schon noch ein paar mehr Änderungen. Aber die Kamera zum Beispiel, die ist die gleiche geblieben. Da hat sich nur softwaremäßig was getan. Schauen wir uns dann aber später im Review an. Wir richten das Teil jetzt erstmal gemeinsam ein. So, ich halte das mal hier schön vernünftig ins Bild, damit ihr auch was seht. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze mal, wählen hier natürlich einmal Deutsch aus, denn wir sind ja in Deutschland, und starten den Einrichtungsprozess. Na, jetzt hat das. Die Nutzungsbedingungen akzeptieren wir, lesen wir uns jetzt ausnahmsweise mal nicht gemeinsam durch, denn ich glaube, hier kommen noch ein paar Screens. Kundenzufrieden, Nutzungsprogramm möchte ich nicht nutzen, habe ich keinen Bock auf irgendwelche Push-Up-Nachrichten oder irgendeinen anderen Kram. Systemstabilisierungsprogramm, da werden dann Daten zum Hersteller gesendet, das vermeiden wir auch erstmal, vielleicht mache ich das später noch an. Push-Nachrichten, damit sie besser mit uns in Verbindung sind, sendet ihnen OnePlus möglicherweise Umfragen, möchte ich auch nicht gestört werden, denn die kommen ja wahrscheinlich mitten in der Nacht. Mobilfunkverbindung herstellen, legen Sie die SIM-Karte ein, sofern verfügbar. Das überspringen wir mal, die ist nämlich noch in meinem Honor 8X. Das machen wir später. Jetzt werde ich mal das WLAN einrichten. Da sehen wir uns gleich wieder. Ich gebe hier mal ganz kurz das Passwort ein. So, ich habe das eingetippert. Wir verbinden hier mal das WLAN. Es ist gespeichert. IP-Adresse wird abgerufen, verbunden. Schnubbiwupp. Und jetzt wird erstmal nach Updates gesucht. Und das kann einige Minuten dauern. Wenn das jetzt ein bisschen länger dauert, dann legen wir mal einen Schnelldurchlauf ein. Nee, geht ganz fix. Daten und Apps kopieren. Machen wir erstmal nicht die Daten kopieren, denn ich möchte mal gucken, wie viel freien Speicher wir denn auf einem frisch eingerichteten Gerät haben. So, melde dich mit dem Google-Konto an. Das mache ich auch mal ganz, ganz kurz. So, auch das hat alles gut geklappt. Und wir akzeptieren jetzt mal mit Ihrem Gesicht und Fingerabdruck entsperren. Das ist jetzt das, wo es spannend wird. Das machen wir natürlich. Jetzt füge ich erstmal meine Gesichtsdaten hinzu und einen PIN, den ihr natürlich nicht sehen werdet. So, jetzt haben wir hier die Aufforderung Face Unlock erlauben, Bilder und Videos aufzunehmen. Natürlich. Face Unlock funktioniert ja über die Kamera. Und hier seht ihr übrigens die Kamera, mit der ich das Video gerade aufnehme. Und ich halte jetzt mal meine Hackfresse hier ein wenig in die Kamera. So, das ging auch ganz reibungslos, hat sehr gut funktioniert. Mit Gesicht entsperren wurde eingerichtet. Das bestätigen wir mal. Verwenden Sie den Verwenden des Fingerabdrucks. Das machen wir jetzt mal auch. Hier wieder der Hinweis, das hatte ich ja schon beim Unboxing erwähnt, dass man darauf achten muss, dass man kompatible Folien benutzt. Und wir richten jetzt den Fingerabdruck einmal ein. Das ist jetzt wieder so ganz typisch, dass man den Finger einfach in verschiedenen Posen so ganz leicht mit Variationen auflegt. Das haben wir. Jetzt die Randeingabe, ne, falls man mal nicht genau trifft, damit das Telefon den Fingerabdruck trotzdem erkennt. So, das machen wir jetzt auch mal schön hier. Da mein kleiner zarter Daumen, das soll ja alles gut funktionieren. Und jetzt füge ich auch noch mal den rechten Daumen kurz hinzu.
Obwohl, das machen wir vielleicht später. Mit Voice Match auf Assist zugreifen. Ich stimme zu. Das machen wir auch nochmal ganz kurz, damit ihr meine charmante Stimme hört. Okay, Google. Okay, Google. Hey, Google. Hey, Google. Da ist doch fast ein Radiosprecher an mir vorbeigegangen. Sag einfach okay, Google, um dein Gerät zu entsperren, direkt auf den Assistant zuzugreifen. Sorry, falls jetzt bei irgendjemandem von euch, der eine ähnliche Stimme meiner hat, das Gerät entsperrt wurde. Ist halt so. So, jetzt gebe ich hier nochmal ganz kurz meinen PIN ein, beziehungsweise das können wir auch gleich mit dem Daumen machen. Anderes E-Mail-Konto hinzufügen, Hintergrund ändern, Schriftgröße ändern. Wir gucken einfach mal bei der Schriftgröße. Vergrößerung, wir haben Schriftgröße, Anzeigengröße, Vorlesen, Talkback. Okay, auch das erstmal uninteressant, aber hier den weiteren Finger, das machen wir nochmal kurz, wenn wir hier schon im Menü sind. So, jetzt haben wir hier wieder die Aufforderung und das Ganze spule ich vielleicht einfach mal kurz vor, das braucht ihr ja nicht komplett sehen. So, das haben wir auch geschafft. Das reicht jetzt aber auch. Falls ich einen Daumen verliere, habe ich ja immer noch den anderen. Die anderen Finger füge ich dann später hinzu. Den Rest machen wir, wie gesagt, mache ich dann auch später. Ist jetzt erstmal uninteressant. So, was haben wir jetzt? Gesten. Das ist ja auch so ein Punkt, der bei OnePlus ein bisschen groß geschrieben wird. Die Gesten, die gibt es ja nun auch schon relativ lange. Wir können das Blitzlicht ein- ausschalten. Das finde ich ganz gut. Das benutze ich regelmäßig oder habe ich regelmäßig genutzt, als ich noch das OnePlus 3 hatte. Aufwecken durch doppeltes Tippen, auch ein sehr schönes Feature. Kamera öffnen, ein O-Zeichen, die Musiksteuerung, das nutze ich eher weniger. Die drei Gesten, die sind mir noch geläufig, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf, wie die funktionieren. Bildschirmkalibrierung, da gibt es hier auch verschiedene Modi. sRGB, der wirkt ein bisschen wärmer. DCI-P3, ein adaptives Modell, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Und dann haben wir noch benutzerdefinierte Farben. Das lassen wir erstmal auf Standard, gehen weiter und schauen uns jetzt mal an, welcher von uns zusagt. Schön, dass man das einfach hier auch beim Einrichten auswählen kann, das finde ich echt nicht verkehrt. So, wir haben hier einmal OnePlus Slate, wird empfohlen, und dann haben wir noch die Roboto. Die Roboto läuft ein bisschen schmaler. Wir lassen mal die OnePlus Slate. Wird ja auch empfohlen, ne? Und das war's auch schon. Jetzt sind wir hier bei der Oberfläche. Wir sehen hier Never Settle, haben oben hier unsere direkte Google-Eingabeaufforderung und der OnePlus Launcher erlauben Fotos und Mediendaten. Das lassen wir mal zu. Und natürlich alles super flüssig hier. Hier haben wir noch nicht so viel drauf. Kriegen jetzt hier eine kurze Einweisung. Wischen Sie vom Schreibtisch, wischen Sie vom Seitenbereich, damit die ausgehenden Blendebereich, wodurch die Apps aus dem App-Drawer-Liste ausblenden können. Quasi hier einmal rüber. Wir haben hier keine ausgeblendeten Anwendungen. Das kann man wahrscheinlich machen, damit, wenn man sehr, sehr viele Apps installiert hat, der App-Drawer nicht so vollgemüllt ist, kann man sich die hier reinpacken. Das schauen wir uns dann aber später nochmal an. Im Moment ist das System ja noch relativ unbelastet. Das werde ich dann gleich in Ruhe vollmüllen, wenn das Video hier durch ist. OnePlus Launcher. Zugriff auf deine Kontakte erlauben. Na klar, warum denn auch nicht? So, wir schauen jetzt aber einmal in den Einstellungen, wie viel freien Speicher wir denn hier noch zur Verfügung haben. Dazu gehen wir hier einmal runter und gucken, wo sich die Einstellungen befinden. Die sind hier. Dann gehen wir einmal weiter runter. Hier Speicher 10% belegt. Das heißt, wir haben noch 13,21 GB verwendet von 128 GB. Ja, so ist das halt, ne? Die ganzen Sachen, die hier drauf vorinstalliert sind, die brauchen auch ein bisschen Speicher. Ich glaube aber, dass ich mit den 128 GB recht gut zusammen zurechtkomme. So, und ich würde sagen, das, was ja noch recht spannend ist, dass wir das Gerät über den Fingerabdrucksensor entsperren. Oder auch nicht, je nachdem, wenn man den trifft. Und wir vergleichen das Ganze jetzt mal. Ich habe hier als erstes, dadurch, dass ich das Gerät ja aktuell noch nutze, das Honor 8X. Das hat den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Ihr seht hier übrigens alles keine geschönten Bilder. Ich habe das extra nicht geputzt, denn ihr sollt mal sehen, wie schmuddelig heutzutage eigentlich alle Geräte durch die Glasrückseite sind. Ich drehe das hier mal so ein bisschen rein, damit ihr das mal seht. Das ist echt, die Geräte sehen echt schick aus, gehen zwar schnell kaputt, wenn sie runterfallen, sind aber super anfällig für Fingertapser, wo ich hoffe, dass das hier bei der Rückseite nicht ganz so extrem ist, bei dem Midnight Black, da das ja so ein bisschen, drehe das hier nochmal ins Licht, mattiert ist. Ja, zwar auch, aber nicht ganz so krass wie hier bei dem Honor. So versuche ich mir beides ein bisschen einzufangen, ne? Da sieht man halt die Fingerabdrücke noch ein bisschen. Darum soll es aber jetzt nicht gehen. Mir geht es jetzt um den Fingerabdrucksensor. Gut, dass ich beide Daumen eingerichtet habe, denn den möchte ich jetzt einmal vergleichen. Wir probieren das Ganze jetzt mal aus und ich entsperre das Gerät einfach gleichzeitig.
das hier quasi von hinten. Das muss ich ein bisschen gerade halten, denn sonst erkennt er mein Gesicht. Deswegen halte ich das jetzt mal so, damit ihr seht das, wenn ich es jetzt hochhalte, erkennt er kein Gesicht. Und bei dem OnePlus muss ich dann mal gucken, dass ich den hier hinten treffe. Ihr müsst mir jetzt hier vertrauen, dass ich gleichzeitig drücke, aber ich habe ja auch nichts davon, wenn ich das nicht gleichzeitig mache. Bin ja hier kein, ist ja kein bezahltes Video. Also, drei. Wir gucken mal, ob es beim ersten Mal klappt. Wenn nicht, machen wir es einfach nochmal. Ich halte das nochmal ein bisschen mehr hier in die Mitte, damit ihr das auch ein bisschen besser seht. 3, 2, 1, Druck. Okay, das hat auch geklappt und war, glaube ich, relativ gleichzeitig. Wir machen das Ganze natürlich nochmal. 3, 2, 1, Druck. Ja, also von langsamer kann ich jetzt hier nicht sprechen. Der hier ist eigentlich auch recht fix. Ich weiß nicht, ob es jetzt der schnellste auf dem Markt ist, wahrscheinlich nicht. Aber so von der Zeit her, wenn man den trifft, das wird wahrscheinlich noch so ein Ding sein, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss. Aber hey, das Gerät ist ja neu, deswegen muss man erstmal gucken, wo der Sensor ist. Noch eine Runde. 3, 2, 1, Druck. Ja, relativ gleichzeitig. Und jetzt nehme ich mir hier nochmal den alten Herrn vor. Hier den quasi Urenkel. Und auch hier versuchen wir das Ganze mal gleichzeitig zu entsperren. 3, 2, 1, Druck. Okay, das hat geklappt. War auch wieder relativ gleichzeitig. Wir machen noch eine Runde. 3, 2, 1, Druck. Recht fix, würde ich sagen. Also auch da, obwohl das Gerät hier schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel hat, ist es nicht wirklich langsamer, obwohl der hier quasi unter dem Display verbaut ist. So, jetzt haben wir aber hier noch einmal das Samsung-Flaggschiff aus dem letzten Jahr, auch hier hinten relativ ungünstig positioniert. Auch das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich werde die beiden Geräte wieder sperren. Und ihr müsst mir jetzt hier vertrauen, dass ich gleichzeitig drücke. 3, 2, 1, Druck. Hier war das OnePlus 6T sogar eine ganze Ecke schneller. Wir probieren das nochmal. 1, 2, 3, Druck. Jetzt habe ich hier nicht getroffen, da er sich ja hier so schön doof neben der Kamera verbirgt. Nochmal. 3, 2, 1, Druck. Ja, war auch wieder ein bisschen schneller. Aller guten Dinge sind drei. Einmal machen wir noch. So, ich muss hier mich mal wieder ranfühlen bei dem Galaxy. 3, 2, 1, Druck. Jetzt habe ich hier bei dem OnePlus wieder nicht getroffen. 3, 2, 1, Druck. Na, jetzt war es relativ gleichzeitig. Das hier war mal schneller und das S8 hat leider echt gelitten. Aber ich muss sagen, wenn man hier trifft, geht das schon recht fix mit dem Entsperren. Außerdem sieht es auch ganz cool aus mit der kleinen grünen Animation hier. Ach, wir haben ja auch noch hier das iPad. Das probieren wir natürlich auch noch einmal aus, ne? Ganz klar. Wenn wir schon mal dabei sind, dann drücken wir, muss hier mal gucken, so, drücken wir die auch nochmal. 3, 2, na, jetzt bin ich gegenkommen, nochmal. 3, 2, 1, Druck. Ja, auch das ging recht gut. Machen wir nochmal. 3, 2, 1, Druck. Auch relativ gleichzeitig. Also ich denke mal, wenn man trifft, dann nimmt sich das im Alltag auch nicht so viel. Allerdings muss ich zugeben, es ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man hier direkt auf das Display drückt. Man muss erstmal den Punkt finden. Aber ich denke mal, das wird sich mit der Zeit ergeben, wenn ich das Gerät dann nutze. Ich werde jetzt diese Woche auf jeden Fall nochmal das Honor 8X unter die Lupe nehmen, weil ich hier ja noch den Kameravergleich und auch noch ein paar Sachen zum Review herausfinden muss. Und danach werde ich dann hier auf das OnePlus 6T wechseln und darüber gibt es dann natürlich auch ein Video zur Kamera. Vielleicht nehme ich auch mal schon einen kleinen Kameravergleich mit rein, wenn ich die Kamera von dem Honor teste. Das müssen wir dann mal schauen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, denn ihr wisst ja, die Kamera ist das Feature, was ich bei einem Smartphone mit am meisten schätze. Ich spiele jetzt noch ein bisschen rum und übe hier mal ein bisschen besser treffen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ihr wisst, wie immer würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Damit bringt ihr mein Herz. Ich klopfe mir mal hier symbolisch gegen die Brust zum Leuchten. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dann, tschö mit Ö.